der Osterhase. Mitten im Frühling ist Ostern alljährlich. Noch sind die Knospen und Blüten spärlich, doch die Natur gibt sich redlich Mühe, dass es aus Herzenslust sprieße und blühe. Und zu der alljährlichen Osterfeier gehören farbige Ostereier. Die Glocken läuten hell durchs Land, es tuscheln die Kinder im schmucken Gewand und machen sich auf, die Eier zu suchen. Aber gibt es denn welche? Ja, Kuchen. Peter und Arnold, Hanne und Liese suchen vergeblich in Beeten und Wiese, suchen vergeblich im Klee und im Grase. Er hat es verschlafen, der Osterhase. Nirgendwo liegt ein Osterei, und die Freude am Feste ist gründlich vorbei. Pfingsten kam er dann angefegt und hat Rührei mit Schinken gelegt. Lügengedicht. Herr Dick hat sich heimlich dünne gemacht, Herr Gerade hat sich krumm gelacht, und mittags um sechs hat der Neumond geschienen, und auf der Treppe schliefen zwei Bienen. Die schliefen zugleich auf allen zehn Stufen und haben abwechselnd Kuckuck gerufen. Da schlich die Minna herbei im Galopp, die putzte ihr Ausgehgewand mit dem Mopp und hat dabei Stecknadelkuppen geschwitzt. Auf einmal hat es stockdunkel geblitzt und der Neumond ist mit unhörbarem Knallen in den Topf mit der Marmelade gefallen und die Bienen sind rauschend davongeflogen. Und die ganze Geschichte ist wahrscheinlich erlogen.